Der Podcast Dialoge ohne Masken ist ein Podcast für Profisportler, Künstler, Führungskräfte, Unternehmer und alle Menschen, die ihre mentalen und geistigen Fähigkeiten ausbauen möchten. Zudem geht es darum, dass sich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens so zeigen können, wie sie wirklich sind. Diese berichten über ihre Gefühlswelten und Weltansichten, ihren Weg zum Erfolg und auch über extreme Erfahrungen, um dir die Information zu geben, die du benötigst, um die Person zu werden, die du gerne sein möchtest. Mein Name ist Sharon Paschke. Heute darf ich Thomas Broich begrüßen. Ja, Thomas, schön, dass du uns deine Zeit schenkst und vor allem wünsche ich mir jetzt eins von dir, dass du sagst, wer du bist. Ja, das soll hoffentlich durch die Antworten deutlich werden. Ich sage es jetzt einfach mal rein oberflächlich betrachtet, ehemaliger Fußballer in Deutschland und vor allem auch Australien, das hat mich sehr geprägt. Und mittlerweile jemand, der seine Leidenschaft für Fußball wiederentdeckt hat und als Sportkommentator und Experte arbeiten darf. Vielen lieben Dank. Wir beginnen direkt mit der ersten Frage zum Thema Dankbarkeit. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Da muss ich echt lange nachdenken. Es gab irgendwie viele mögliche Ansätze, aber das, was das alles am besten eigentlich umfasst, war, glaube ich, dass ich in meinem Leben viel erleben durfte. Und damit meine ich ausdrücklich Positives und Negatives. Irgendwie das Gefühl, dass die ganzen schönen Sachen einfach dazu da waren, sich am Leben aufzuhypen. Irgendwie diese Freude, die du hast, wenn du Erfolge erziehst, wenn du irgendwie als Mensch wächst, wenn du geile Urlaube machst, neue Länder kennenlernst, viele geile Menschen kennenlernst, eben auch vor 50.000 Fußball spielen darfst. All das, das ist ja so ein bisschen der Treibstoff und das sind so die Highlights im Leben. Und dann gibt es aber eben auch diese anderen Erfahrungen, die immer die Kehrseite der Medaille sind. Und so weh die in dem Moment tun, aber ich habe irgendwie schon auch feststellen müssen, dass es vor allem die schmerzhaften Sachen sind, die einen zum Inhalten bringen, zum Nachdenken, zum Überdenken auch von gewissen Haltungen, Attitüden, die eigentlich zu mehr, ja, also im besten Sinne Menschlichkeit führen und Sachen in Perspektive setzen. Und deswegen bin ich wirklich auch ausdrücklich für all das dankbar, was sich zu dem Zeitpunkt alles andere als geil angefühlt hat. Würdest du sagen, dass in allem Negativen auch echt was richtig Gutes drinsteckt, woran wir uns entwickeln dürfen? Potenziell. Also ich würde jetzt nicht sagen ja oder auch nicht nein. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man mit negativen Dingen umgeht. Also man kann sich in so eine Negativspirale reinbewegen und alles kaputt denken und den Karren komplett an die Wand fahren. Das geht auch und dann ist eine negative Erfahrung auch nichts Cooles. Aber in der Regel hat man im Leben ja die Möglichkeit, dass man so ein bisschen den Schritt zurücktritt und dann nochmal mit ein bisschen Abstand, wenn Wunden geheilt sind, sich das nochmal angucken kann und dann die Möglichkeit hat, Schlüsse daraus zu ziehen. Und das ist das Geile an jeder negativen Erfahrung. Also mal mit Sicherheit nicht das Erleben an sich, aber das Überleben des Ganzen, dass du weißt, ich habe eine gewisse Widerstandsfähigkeit, ich habe vielleicht auch die Möglichkeit, Strategien zu entwickeln, die verhindern, dass ich mich in so einer Lage bald wiederfinde. Und das ist als Gesamtpaket ja eigentlich auch was ganz Schönes, dieses Versuch und Irrtum im Leben. Es wird vieles nicht auf Anhieb klappen und man wird sich auch arg verrennen, gerade in jungen Jahren. Aber man hat die Möglichkeit, kurz mal innezuhalten, drüber nachzudenken und dann eine bessere Strategie zu entwickeln. Was ist so dein Tipp für dieses Innehalten? Wie hast du das gemacht, wenn du jetzt mal irgendwas extrem Negatives erlebt hast? Für mich war es, glaube ich, am wichtigsten zu verstehen, dass ich Probleme gar nicht selber lösen muss, sondern dass es viele Leute gibt, Eltern, Freunde, Kollegen, auch Bücher, Menschen, die Dinge schon mal gemeistert haben und die einen anderen Blickwinkel haben und einfach wirklich gute Ratschläge geben können. Weil bei mir war es oft so, wenn ich selber in so einer Negativsituation drin war, war ich gefühlt ein bisschen blind, taub und habe eigentlich irgendwie, also mein Kopf war nur am Rotieren, aber kam nicht raus aus dieser Rotation. Und es waren immer mehr so die Einflüsse von außen, wo mal einer sagt, ja, aber guck mal das, was du machst. Du kommst ja gerade nicht vom Fleck, probier mal das. Oder ich hatte damals das Problem und habe es so gelöst. Und ich würde sagen, also wenn ich mich jetzt, und vielleicht trifft das auf andere auch zu, in so einer schwierigen Lage wiederfinde, dann gebe ich so ein bisschen auch das Heft des Handelns ab und frage meine Frau zum Beispiel, du, wie wirke ich denn gerade? Was mache ich denn gerade? Was mache ich denn auch falsch? Was würdest du an meiner Stelle machen? Mhm. Weil oftmals andere Menschen besser in der Lage sind, Lösungswege aufzudecken oder vorzuschlagen als man selber im Moment, im tiefsten Moment der Krise. Also holst du hier quasi eine neue Perspektive rein und schaust aus mehreren Blickwinkeln dir das auch an, ne?
Ja, genau. Und das ist extrem wichtig, eben auch für Kritik offen zu sein. Das war bei mir gerade in jungen Jahren oft schwer, weil ich einfach sensibel habe, das als Angriff auf die Persönlichkeit auch irgendwo empfunden. Mittlerweile weiß ich halt, dass also gerade bei Leuten, die mir nahestehen, die es gut mit mir meinen, dass es das Beste ist, was mir passieren kann. Und es ist auch nicht immer schön, gewisse Dinge zu hören, aber es ist zielführend. Zur zweiten Frage, das Thema Superkraft. Wenn du morgen aufstehen würdest und hättest jetzt eine neue Fähigkeit und oder eine Superkraft, was wäre das? Also du kannst auch beides gerne unterteilen, ne? Fähigkeit und Superkraft. Ich glaube, was ich am coolsten fände, wäre ultimatives Einfühlungsvermögen zu entwickeln. Ich glaube nämlich, dass im Grunde alle Menschen gut sind. Wenn wir uns missverstehen oder irgendwie unwohl fühlen, komisch handeln, irgendwie ein komischer Vibe entsteht, dann ist es meistens eigentlich so, dass das keiner so haben will oder keiner das so meint. Es ist eher so, dass wir aus Angst, Neid, Eifersucht, irgendeine Art von Unsicherheit heraus handeln und dann Dinge machen, die Situation zum Eskalieren bringen. Und ich glaube halt, wenn man den anderen viel, viel besser versteht, fühlt, was er fühlt, irgendwo versteht, wo er herkommt, zu lesen vermag auch. Also kleine Änderungen, was Mimik, Gestik und solche Geschichten angeht. Also wenn man wirklich voll und ganz auf den anderen eingehen könnte, dann glaube ich, gäbe es kaum mehr Probleme auf der Welt. Das ist ja dieses Unverständnis, was im schlimmsten Fall ja zu Kriegen führt. Also je mehr wir verstehen, dass wir eigentlich alle im Kern gleich sind, mit den gleichen Problemen, Unsicherheiten, Freuden natürlich auch. Also es geht nicht nur um negative Dinge, es geht ja auch um Sachen, die einen stolz machen und die einen rühren und all das. Aber je besser wir das im anderen erkennen, je besser der andere das in uns erkennt, desto besser sind wir in der Lage, uns zu verständigen. Und da, wo wirklich Verständigung stattfindet, da gibt es auch keine Eskalation, bin ich mir ziemlich sicher. Erst verstehen und dann verstanden werden quasi, ne? Ja, also im Idealfall geht es in beide Richtungen. Also wenn wir über diese Fähigkeit reden, dann würde ich sagen, ja, ich würde es gern erstmal haben, damit ich mich in den anderen reinversetzen kann, fühlen kann, was er fühlt. Im Idealfall hat er natürlich das dann auch und vielleicht wäre das irgendwie so geil als Superkraft oder so, wenn man sowas in die Welt setzen könnte. Ich glaube, dann gäbe es viele Charaktere gar nicht mehr. Die ganzen Provokateure, die Hassredner und alles. Ich glaube, das wird wegfallen. Auch Rassisten, Leute, die diskriminieren, egal was. Im Endeffekt kann man ja sowas nur machen, wenn man nicht unbedingt immer fühlt, was eine bestimmte Minderheit fühlt oder was der Gegenüber fühlt. Gut, wenn das könntest, dann wäre ja vieles schwachsinnig, ne? Also. Ja, ich glaube das. Also viele Dinge, glaube ich, würden sich wirklich in Luft auflösen, in dem Moment, wo man tatsächlich fühlen würde, was der andere fühlt. Noch nie genannt worden, diese Fähigkeit oder Superkraft. Das ist ja schon eher eine Superkraft. gibt es eine Sache, und das ist das Thema der dritten Frage, die du noch nie gemacht hast und noch unbedingt machen möchtest? Ja, jetzt meintest du gerade, die Frage wurde so noch nie beantwortet. Jetzt kommt eine Antwort, die wahrscheinlich in jedem dritten Podcast gegeben wird. Ich würde gerne echt mal die Welt bereisen. Und ich war mir so sicher, dass ich es machen würde nach meiner Zeit in Australien. Und dann sind einfach zu viele Dinge zu schnell passiert. Und dann habe ich zwar nach der aktiven Zeit noch ein bisschen Zeit in Australien verbracht und einfach gechillt. Auch das Land noch mal ein bisschen bereist, aber ich hatte nie die Möglichkeit, wirklich mir dieses Jahr Auszeit zu nehmen, weil wir dann eben in Deutschland die nächsten Projekte sofort an den Start gebracht haben. Also meine Frau hat dann angefangen, als Lehrerin zu arbeiten. Wir haben dann auf The Zone die Show erst entwickelt und dann gestartet und dann so ein Stück weit wieder erwartend ging es dann sofort durch die Decke und war dann so arbeitsintensiv, dass die Möglichkeit plötzlich nicht mehr bestand, zu reisen. Und ich hatte das eigentlich jahrelang wirklich auf dem Schirm. Also schon in Deutschland und dann auch die letzten Jahre in Australien. Ich habe so ein bisschen auf diesen Punkt hingearbeitet, wo diese Reise dann endlich stattfindet. Mhm. Und jetzt findet sie wieder nicht statt. Wo würdest du denn auf jeden Fall hinfahren wollen? Also Weltbereisen ist ja schon, ne, das, die ganze sehen, aber wo würdest du auf jeden Fall sagen, da würde ich starten und da will ich auf jeden Fall als erstes hin? Und gibt es das so für dich, oder? Nee, das gibt es so eigentlich gar nicht. Ich möchte einfach wirklich alles mal gesehen haben. Also ich war noch nie wirklich in Afrika. Ich war noch nie in Südamerika. Aber ich würde auch alles andere noch mal gerne mitnehmen. Ich würde gerne noch mal die USA bereisen. Ich war noch nicht wirklich so in Asien unterwegs, wie ich mir das selber vorstelle.
Selbst in Australien gibt es ein paar Ecken. Ayers Rock war ich noch nicht, obwohl ich da 8 Jahre gelebt habe. Also da gäbe es schon noch einige Sachen, die ich gerne machen würde. Und dann auch sämtliche Transportmittel nutzen. Also ich würde so gerne einfach mal auch mit einem Schiff ein bisschen durch die Gegend tuckern. Nochmal ein bisschen mit dem Motorrad, dann nochmal mit dem Campervan. Das könnte schon Spaß machen. Transsibirische Eisenbahn, alles was es da so gibt. Wie würdest du denn starten? Würdest du starten mit dem Rucksack, ein bisschen Geld in der Tasche und dann einfach gucken, wie es läuft? Die Gedanken habe ich mir eigentlich gar nicht gemacht. Ich glaube, ich würde es nicht mehr ganz so in diesem Backpacker-Style machen. Also da habe ich viele Urlaube dieser Art gemacht und mache es auch immer noch. Also wir waren gerade erst auf Sizilien unterwegs und da war viel mit Airbnb und zu 8 in einem Apartment. Aber ich glaube, wichtig wäre, dass ich die Reise dann auch mal total zum Genießen, Erholen und Eindrücke sammeln dann auch nutzen kann. Und das ist oft nicht ganz so möglich, wenn man eigentlich immer so ein bisschen durch ist. Hm. Also ich brauche so ein gewisses Level an Schlaf und Komfort mittlerweile. Vielleicht werde ich doch älter. Und ich glaube, das würde ich mir gönnen dann gerade auf so einer Reise, weil das, glaube ich, keinen Spaß macht, wenn man irgendwie über Wochen und Monate geschlaucht ist. Das soll so eine richtige Genussphase sein. Ja, ja. Also so viele haben es gar nicht, also nicht jeder Dritte. Ist nicht so. Hättest du jetzt erwartet, ne? Die vierte Frage beinhaltet das Thema peinlich oder Peinlichkeit. Was war dein peinlichstes Erlebnis? Ja, da tue ich mich auch schwer, so mit dem einen Erlebnis. Es gab ein ganz witziges, was mir eine Zeit lang echt schlaflose Nächte bereitet hat, aber das war in der Kindheit noch. Da war ich noch ein kleiner Pimpf und für den ASV Rott noch bei meinem ersten Verein am Kicken. Und da gab es mal eine Situation, also Ball ging am Tor vorbei, es gab Abstoß für den Gegner. Und irgendwie hatte ich so einen kleinen Blackout und habe irgendwie nicht gecheckt, dass das jetzt Abstoß ist. Ich habe einfach nur den Ball da frei liegen sehen und habe den dann reingeschossen und abgedreht, jubelnd. Und das ist so eine Kleinigkeit nur, aber als kleiner Junge fand ich das dann super peinlich, mich vor allem da so zum Affen gemacht zu haben. Und das hat mich echt lange, lange verfolgt. Also auch Jahre später, irgendwie bin ich manchmal noch wach geworden oder so und hatte diesen peinlichen Moment in meinem Kopf. Also das wäre so der eine peinliche Moment. Was, glaube ich, die Frage trotzdem cooler beantworten würde, ist, dass es bei mir tatsächlich so ist, dass wenn ich zurückblicke und mir anschaue, was ich als junger Mensch manches so von mir gegeben habe, dass ich wirklich sagen würde, also vieles davon ist mir schon ein Stück weit auch peinlich. Also gerade in dieser Anfangszeit, wo vieles so gut gelaufen ist, wo ich auch extrem gehypt wurde, hatte ich ja so eine, so rebellische Attitüde, auch so dieses junge Ding, dass man irgendwie alles besser weiß und die Welt erklären kann. Und die eine Sache, die man da ja überhaupt nicht realisiert ist, also wie jung und unerfahren man ist. Also man ist vor allem eins, erfolgreich, und daraus leitet man irgendwie einen gewissen Anspruch ab. Also bei mir war das jedenfalls so. Und wenn ich mir das heute angucke, wie klischeehaft das eigentlich war, also man denkt, man sagt irgendwie was Schlaues, aber es ist eigentlich ja fast schon eine hohle Phrase oder irgendwie sowas, was man sich angelesen hat oder von irgendeinem Hero abgeguckt hat oder sonst irgendwas. Irgendeine Attitüde halt, wie so eine Klamotte angezogen, die einem als cool quasi erschienen ist damals. Und also davon habe ich mich halt so stark distanziert. Und wenn ich aber dann mit alten Aufnahmen oder Interviews oder so dann mal konfrontiert bin, dann denke ich mir oft so, wow, das hast du damals wirklich so gesagt. Und dann ist es echt, das tut schon ein bisschen weh manchmal. Und das ist dann echt bis zum gewissen Grad auch peinlich. Also nicht so, dass ich jetzt nicht damit leben könnte. Also ich denke mal, gerade wenn man in jungen Jahren auch viel Scheiß macht, dann ist es okay, solange man sich irgendwann aus dieser Phase rausentwickelt. Aber trotzdem ist es manchmal nicht ganz so einfach, voll und ganz dazu zu stehen. Weil man kann es ja auch nicht wegdiskutieren. Man kann ja nicht sagen, es war ein anderer. Also klar habe ich jetzt das Gefühl, ich bin nicht mehr so. Aber gesagt habe ich es ja trotzdem. Und das ist manchmal schon so ein bisschen zum Fremdschämen. Ja, und du hast es auch noch auf Film. Das kommt dazu. Ich habe hier ganz viele Sachen von mir eben nicht auf Film. Das macht den Unterschied.
Ja, das macht es nicht besser. Also, da kann man es gar nicht mehr wegdiskutieren. Ich dachte, ich kann dir damit eine Hilfestellung geben. Nein, das ist ja nicht zu leugnen. Hast du das auch, hast du denn so Elemente auch in deinem Film, Tommy Zizou, hast du das auch da drin, wo du sagst, boah, da würde ich lieber jetzt vorskippen? Ja, klar. Also ich finde es heute total anmaßend, also generell über andere Leute zu urteilen, geschweige denn negativ zu reden. Und damals fand ich es aber völlig okay, irgendwie alles auch ein Stück weit zu wissen, besser zu wissen, zu beurteilen und vor allem so ein Stück weit auch unkritisch zu sein, sich selbst gegenüber. Also Schuld liegt dann eh immer bei anderen und auch so diese Richtung, ja, also was ist ein falsches oder ein richtiges Leben? Also ich glaube, ich kam da aus so einer pseudolinken Ecke und war damals einfach sehr überzeugt, dass es vor allem eine Art zu leben gibt. Mhm. Und dann ist alles, was du in dem Kontext dann von dir gibst, ja schon sehr, sehr fragwürdig. Also ich würde schon hoffen, dass ich da heute ein bisschen toleranter bin und ein bisschen dazugelernt habe. Ja, danke fürs Teilen. zur fünften Frage. Was war deine wirklich schwerste Zeit? Was war so dein schwerster Moment im Leben und vor allem, wie hast du den überstanden? Deutlich die Endzeit in der Bundesliga, also dann in Nürnberg, als ich in einem Apartment saß, das noch nicht mal eingerichtet war und sportlich überhaupt nichts ging und ich im Grunde mit Fußball auch abgeschlossen hatte. Also da wollte ich nur noch aufhören und habe das im internen Kreis auch so kommuniziert und hatte dann einfach ein paar Leute, die wirklich meinten, da sind wir wieder bei den Ratgebern, sei doch nicht dumm. Also diese Chance, Fußball zu spielen, die hast du jetzt noch vielleicht 3-4 Jahre. Danach ist es eh keine Option mehr. Und dann kamen andere und meinten, naja, komm, selbst wenn das jetzt hier nicht funktioniert, aber irgendwo anders auf diesem Erdball, du wolltest immer im Ausland spielen. Es muss keine Top-Liga sein, aber mach das, was du irgendwann mal ganz gut konntest. Mach das auch noch mal ein Stück weiter. Also schmeiß jetzt nicht hin, gib nicht auf. Und vor allem, treff keine so weitreichende Entscheidung aus so einer maximalen Frustration heraus. Und dann bin ich eben nach Australien und eigentlich ohne Überzeugung, ohne Hoffnung. Es war eher so ein Stück weit auch aufgeben. So. Also ich komme hier nicht weiter, ich laufe einfach mal maximal weit weg und nehme einfach nochmal eine neue Erfahrung mit. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich in der ersten Frage gesagt habe, ich bin so dankbar für diese Erfahrungen. Weil es ist nicht immer so, dass es von mir so geplant war. Es ist eigentlich oft das Gegenteil. Also eher so wie so ein Blatt im Wind und auch oft aus einer gewissen Unsicherheit, Verzweiflung raus, dass ich gar nicht genau wusste, was mache ich jetzt gerade eigentlich? Und dann passiert aber irgendwie was Geiles. Und dann war es in Australien auch nicht direkt einfach, weil dann bist du erstmal so ganz alleine und also hört sich jetzt für einen gestandenen Mann auch ein bisschen komisch an, aber so weit weg von zu Hause. Ich weiß noch, die ersten Nächte irgendwie total gejetlaggt, stand ich irgendwie um 4 Uhr morgens dann plötzlich wach auf den Straßen und bin ich durch Brisbane gelaufen und dachte mir auch so, boah, was mache ich hier eigentlich? Also da hatte ich richtig zittrige Knie, weil es eben keine Sache war, die ich so hundertprozentig bewusst herbeigeführt habe. Mhm. Aber dann sind halt Dinge draus entstanden und ich habe unheimlich viel gelernt, hatte geile Leute, also Mentoren auch um mich herum. Und dann auch die Möglichkeit, die Kultur in Australien kennenzulernen. Das ist fußballerisch endlich wieder gelaufen. Ich habe meine Liebe zum Fußball wiederentdeckt. Das war für mich eigentlich die Phase, die mein Leben irgendwo entscheidend rumgerissen hat. Und jetzt nochmal auf die eigentliche Frage einzugehen. Also ich habe mich quasi aus meiner Misere entfernt. Also ich hatte das Gefühl, ich stecke da fest, ich stecke in der Schublade. Ich kann auch gerade nicht mehr anders denken. Und ich muss mich jetzt aus irgendwas komplett rausnehmen, um mal wieder bei Null anfangen zu können. Hm. Und in Australien, da kannte mich keine Sau. Und es war denen scheißegal, was ich vorher gemacht habe, was ich für einen Ruf hatte. Wie ich als Fußballer war im Endeffekt auch. Da kam halt dieser Stempel, ja, das ist ein Spieler, Overseas Player, kommt halt aus Europa, irgendwann mal Bundesliga gespielt. Aber es ist auch eben klar, dass Spieler, die in Australien landen, halt jetzt die meisten davon eher keine Superstars sind. Also da waren auch die sportlichen Erwartungen nicht so krass. Und es gab mir irgendwie die nötige Luft und auch wieder Gelassenheit und Leichtigkeit, um da mal wieder was Neues anfangen zu können. Hm. Auf wen hast du auf jeden Fall gehört? Also wer hatte so einen Impact auf dich, wo du gesagt hast, so, boah, wenn die Person das zu mir gesagt hat, dann habe ich echt drüber nachgedacht. Gab es die zu der Zeit?
Also du hast ja gesagt, so, ja, ey, jetzt sei nicht doof, 3-4 Jahre spiel doch noch, mach das nicht. Wer hatte diesen Einfluss auf dich? Verschiedenste Leute. Also Dario Vidosic war damals mein Mitspieler, der einfach meinte, hey komm, hör bitte nicht auf. Also klar denkst du jetzt, du kannst nicht Fußball kicken gerade in diesem Moment. War ja so, wenn in Nürnberg dann, also ich war in so einer schwierigen Phase, das war ja fast psychosomatisch. Also ich kam mir teilweise auch vor, als hätte ich Blei in den Beinen und der Ball wäre eckig. Also da hatte ich selber das Gefühl, ich habe das Fußballspielen verlernt. Und Dario war halt total überzeugt davon, dass diese Leichtigkeit wieder zurückkommen könnte, gerade in so einem Land wie Australien. Mhm. Er kam daher, sein Papa war der Co-Trainer, hat einfach den Kontakt hergestellt und meinte so, du hast doch nichts zu verlieren. Ach krass, über den kam dann der... Ja, also wenn das in die Hose geht, dann zerreißt er nach einem Jahr den Vertrag wieder und dann hörst du halt dann auf. Aber mach's nicht jetzt. Hat er dich angesprochen oder hast du dich bei ihm geöffnet? Wie war das damals? Wir haben einfach über die Situation in Nürnberg gequatscht. Wir waren Mitspieler, bist ja permanent beim Essen, nach dem Training auch oder in der Kabine oder so. Und ja, also ich glaube nicht, dass ich ihm irgendwie groß von meinen Lebensplänen erzählt habe oder so, aber er hat wahrscheinlich irgendwie diese Frustration mitbekommen, dann habe ich vielleicht irgendwann mal fallen lassen, du weißt ja, was, ich glaube, ich höre einfach auf. Und dann kam das so zustande und dann auch mein Berater, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, also da war Dario der Fußballer, der halt tickt wie Fußballer ticken und irgendwie halt nochmal so ein bisschen ein Stück weit Hoffnung in mir auch wecken hat können und dann war mein Berater da, der relativ nüchtern denkt. Der hat einfach gesagt, ey, sowas, was du gerade hast, das schmeißt man nicht einfach so weg. Du bist jetzt 29 und klar kannst du aufhören, aber das wird nie wieder kommen. Überleg dir das gut. Und das hat auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass ich sage, ja, weißt du was, vielleicht höre ich jetzt mal auf diese Menschen. Und das Ironische war, dass ich im Grunde, wenn ich jetzt zurückschaue, diese Leute auch immer schon um mich rum hatte, also in meiner Gladbacher Anfangszeit. Meine Mitspieler damals waren halt Steffen Korrell, Arifan Lent, Max Eberl. Und die haben ja auch gerade auf einen jungen Spieler wie mich dann viel eingeredet und hatten viele gute Einsichten, wie das Geschäft läuft und so weiter. Aber damals war ich halt nicht in der Lage oder nicht willens, irgendwie zuzuhören. Also da waren meine Ohren einfach, oder sagen wir so, mein Kopf wahrscheinlich zu. Also da lief es für mich so gut, dass ich irgendwie gar nicht, ich habe es nicht für nötig befunden, da auf andere zu hören. Und diese Notwendigkeit entstand halt, als es plötzlich überhaupt nicht mehr lief. Und zwar nicht ein Jahr oder zwei Jahre, sondern 3, 4, 5 Jahre, wo es mehr oder weniger die ganze Zeit vom Kölner Aufstieg oder so mal abgesehen, wo es dann ein halbes Jahr gut lief. Aber im Grunde war das ja so eine Abwärtsspirale. Und ich musste irgendwann ein Stück weit kapitulieren. Also ich habe selber keine Antwort mehr gefunden. Ich dachte immer, okay, jetzt passiert irgendwas Schlimmes, ich reagiere drauf und ich mache es so und so. Habe es aber im Endeffekt schlimmer gemacht. Das war das, was ich vorhin auch meinte, also so, eine schlimme Erfahrung alleine reicht ja noch nicht. Es ist ja, wie reagiere ich auf die schlimme Erfahrung? Und ich habe vieles eigentlich verschlimmert durch die Art und Weise, wie ich darauf reagiert habe. Also noch mehr rebelliert, mich isoliert, einfach mich dem Fußball auch abgewandt. So Sachen, die im Nachhinein einfach so eindeutig falsch waren. Aber wo ich damals irgendwie so nach Auswegen irgendwie händering gesucht habe und mich auf alles gestürzt habe, was da für mich irgendwie halbwegs sinnvoll erschien. Und später war es halt nicht mehr so. Und dann kam eben mit Ange Postecoglou, mein Trainer damals in Brisbane, dazu, der auch ein extrem geiler Typ ist, weil er so visionär ist, gleichzeitig auch sehr, sehr viel erlebt hat als Spieler, früh verletzt war, Karriereende als Trainer, dann erst ein paar Höhen, dann unglaubliche Tiefen erlebt hat. Also der war eigentlich total beerdigt. Und ein Mensch mit so einer bewegten Vergangenheit, der hat es irgendwie verstanden, uns eine Geschichte zu erzählen, die alle total inspiriert hat, eine Vision zu kreieren. Und das war definitiv auch einer, wo ich dann die Ohren ganz, ganz weit aufgesperrt habe. Also da ging es um so Sachen wie, dass er eigentlich der Erste war, der mir beigebracht hat, dass im Leben nie alles gut sein wird. Also er meint, sei doch happy, wenn 80% gut sind. 20% Baustelle ist immer. Also in die Richtung ging das Gespräch und das ist bei mir irgendwie total haften geblieben und eigentlich ist es genau das. Also konzentriere dich auf das, was positiv ist in deinem Leben und akzeptiere vor allem, dass es diese Baustellen geben wird. Wenn deine Erwartung ans Maximum 100% ist, dann bist du ja immer enttäuscht, dass es gerade nicht so ist. Du läufst immer in einem völlig illusorischen Zustand hinterher. Und das andere war
die Sache, also die Geschichte, die er erzählt hat. Ich sprach immer von der Road Less Traveled. Mhm. Also wenn du da lang gehst, wo alle immer lang gegangen sind, kommst du da raus, wo andere auch schon gewesen sind. Aber wenn du neue Pfade einschlägst, wenn du dich wirklich traust, was mal komplett anders zu machen, wer weiß, wo du hinkommst. Und in unserem Fall war das halt diese Art, Fußball zu spielen, dass wir sagen, in Europa zu der Zeit die beste Mannschaft war Barcelona. Und wir spielen jetzt genauso. Wir hatten nicht die Spieler, wir waren in einer Kick-and-Rush-League in Australien und keiner hat es jemals zuvor probiert. Und am Anfang war es mega, mega schwer, aber wir hatten dann halt irgendwann Erfolg damit und haben 36 Mal hintereinander nicht verloren, was in so einer Competition wie Australien halt bemerkenswert ist, weil alle Mannschaften gleich stark sind. Also es wird mit Salary Cap gearbeitet und im Grunde begegnen sich alle immer auf Augenhöhe. Und da 36 Mal hintereinander nicht zu verlieren, zwei Meisterschaften zu gewinnen, das war halt was Besonderes. Und das halt noch in diesem Style, also in dieser Art, wie eigentlich damals Barcelona gespielt hat. Wir hatten dann 70% Ballbesitz und Tore am Fließband geschossen und ja, einfach riesen Spaß gehabt am Fußballspielen. Und mit der Geschichte hat er dich natürlich bekommen, ne? Ja, mit diesen vielen Kleinigkeiten. Also auch diese Sache, weil wir jetzt gerade hier in der Hitze sitzen. Wir hatten Auswärtsspiele dann in North Queensland, irgendwie brutale Luftfeuchtigkeit, heiß ohne Ende und den ganzen Tag sind die Leute rumgelaufen und einmal so, boah, ist das heiß und boah, wir müssen reingehen und auch viel trinken und boah, hoffentlich wird es kälter und so. Und so wie wir hier gerade, ne? Ja, ja, und der hatte die Schnauze voll von all dem. Er wollte es einfach nicht hören. Er hat uns immer wieder gepredigt, so, what good does it do? Also, was bringt's? Immer jammern, jammern, jammern. Wollt ihr euch den ganzen Tag einreden, dass es heiß ist, oder wollt ihr einfach mal akzeptieren, dass es heiß ist? Und das sind so Kleinigkeiten, die so hängen geblieben sind, weil im Grunde, wenn du das Spiel dann verlierst und einfach sagst, ja, wir waren an die Bedingungen nicht gewöhnt und bla bla bla. Er war, also, jetzt so formuliert, dass es für ihn keine Excuses gibt. Mhm. Egal was, es gibt keine Ausreden. Und wenn man dann immer daherkommt, ja, aber es gibt doch gewisse Gründe für nein, hat er einfach nicht akzeptiert. Alle haben die gleichen Bedingungen. Ja, find eine Lösung. Mhm. Aber jammer nicht über irgendwas. Wo bringt dich Jammern jemals hin? Und da habe ich mich halt an meine aktive Zeit zurückerinnert, wenn ich eins ganz besonders gut konnte, dann war das über alles und jeden Jammern. Autogrammstunden und Reisen und im Urlaub auch noch permanent irgendwie fit halten und nie die Familie sehen und also Sachen, die völlig bescheuert sind, weil man einfach so unfassbar privilegiert ist. Aber wenn man möchte, kann man sich ja immer über irgendwas aufregen oder irgendwie selbst bemitleiden für was auch immer. Außer du hast so eine Art Mentor, wie der Trainer ja auch war, der war ja sicherlich auch ein Teil Mentor, ne? Der ist immer wieder anders in den Fokus setzen. Ja, der war knallhart. Also das war teilweise auch nicht lustig. So ein strenger Herbergsvater. Also er war nicht so nahbar, aber er hatte diese Grundsätze, die am Anfang auch manchmal irgendwie so ein bisschen übertrieben gewirkt haben. Aber vor allem, als er dann weg war, wurde irgendwie sehr, sehr deutlich, wie viel Gutes er mit dieser Art bewirkt hat. Weil das, was in dem Moment passiert, diese totale Unnachgiebigkeit, dieses permanente Streben nach Perfektion, keine Ausreden und all das. Das ist auch viel Druck und es macht auch nicht immer viel Spaß, aber das, was entsteht dadurch, hat so einen unfassbaren Wert. Also man kreiert da was Einzigartiges, echt Schönes. Und wenn man dann hinterher wieder mit, in Anführungszeichen, normalen Trainern arbeitet und die Mannschaft wieder so ein Stück weit auseinanderbröckelt, die Disziplin flöten geht und wieder so dieses typische Fußballerleben einkehrt mit eben viel Jammern und Ausreden und Entschuldigungen für alles und jeden, dann merkst du so, war damals nicht immer leicht, aber es war geiler. Ja, wir brauchen coole Menschen um uns herum oder inspirative Menschen, die uns manchmal schleifen wie Diamanten. Und das Schleifen tut auch nicht immer besonders gut oder ist nicht immer besonders zart. Wahrscheinlich ist das so eine Komponente. Ja. Und da sind wir auch wieder bei den Erfahrungen. Also ich glaube, wenn ich Ainge als ersten Trainer gehabt hätte, wäre das nicht so geil gewesen. Aber erst quasi diese schlimme Phase erlebt zu haben, wo ich selber so unsortiert war und so weiter, dann so jemanden zu haben, der einfach ja, einen trimmt wieder und maximale Disziplin und Ambitionen einfordert und Perfektion und das jeden Tag, das war geil. Und dann direkt im Anschluss nochmal zu erfahren, wie es passiert, wenn man das wieder nicht mehr macht, dann bleibt die Lektion einfach ganz, ganz anders haften.
Siehst du einmal ohne, dann mit und dann wieder ohne. Dieser Kontrast, glaube ich, war es, der bei mir diese Lektion auch so geschärft hat. Vielen lieben Dank. Bei der sechsten Frage geht es um das Thema Tränen. Wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Also, alleine ist schwer zu beantworten. Ich kann auch das alleine streichen. Also. Also, ich bin leicht gerührt, muss ich schon mal dazu sagen. Das heißt, ich kann bei fast jedem Film weinen oder bei irgendwelchen Sportveranstaltungen. Mich rührt sowas wie eine Nationalhymne. Oder, keine Ahnung, jetzt der Elton John-Film. Wenn du siehst, wie jemand irgendwie so ein Stück weit links liegen gelassen wurde oder misshandelt wurde, auch von gewissen Leuten, und dann aber wieder aufsteht und irgendwie zu sich selber findet. Und solche Geschichten rühren mich total. Also da habe ich permanent eigentlich feuchte Augen. Das ist bei fast jedem Film, der so ein bisschen in die Richtung geht. So. Also das würde ich jetzt nicht als tatsächlich heulen bezeichnen, aber das letzte Mal, dass ich so richtig geweint habe, war, als eine Bekannte deutlich zu früh aus dem Leben gegangen ist. Also ist in Urlaub geflogen, wurde mit Krebs im Endstadium diagnostiziert und war irgendwie gefühlt ein paar Wochen später tot. Und ich war damals auf der Beerdigung mit dabei. Also ich war nicht so wirklich eng mit ihr. Es war eher, also mein Gitarrenlehrer damals war mit ihr liiert, und da bin ich deswegen irgendwie auf diese Beerdigung mitgegangen. Und ich habe das überhaupt nicht gepackt. Also die Geschwister, die Eltern da zu sehen, das war aber viel zu krass. Also ich konnte da gar nicht mehr aufhören zu weinen. Also es war wie so ein Dammbruch. War echt heftig. Wie alt war sie? Ich weiß nicht genau, aber Ende 20 würde ich jetzt sagen. Also kam mega, mega überraschend und plötzlich. Und ja, also hat irgendwie auch so viele Leute so krass runtergezogen. Und dann eben diese Emotionen auf der Beerdigung. Also ich konnte mir diese Eltern nicht anschauen. Also keine Ahnung. Also die waren sogar noch relativ gefasst irgendwie. Aber was sich in meinem Kopf da abgespielt hat, was man dafür Gedanken hat, also es war völlige Eskalation. War schon krass. Wie stehst du generell so zum Thema Tränen? Vor allem jetzt mal aus der Sicht so diesem Fußballumfeld, aus dem du so kommst. Wie ist das so, sich diesem Thema auch so hinzugeben? Ja, ich finde das easy. Also ich finde, das ist mittlerweile auch ganz, ganz okay. Also Männer weinen permanent und überall mittlerweile auch. Und ich glaube, das ist kein Zeichen von Schwäche mehr. Also im positiven Fall sieht man ja, wie viel es den Leuten auch bedeutet. Irgendwie nach zahllosen Versuchen dann irgendeinen Titel zu erringen oder nicht abzusteigen oder diese Geschichten. Ich glaube, dass wir da insgesamt als Gesellschaft auf einem ganz guten Weg sind. Also die ganze Macho-Attitüde wird ja mehr und mehr abgebaut, Gott sei Dank. Definitiv. In der siebten Frage geht es um einen Gegenstand. Nehmen wir mal an, deine Wohnung, ja, mit all deinen Besitztümern fängt Feuer. Alle Lebewesen sind gerettet. Ja? Also deine Frau ist gerettet, alle Pflanzen, Tiere, alles, was da drin sein kann, ist gerettet. Aber es ist noch genug Zeit, um einen Gegenstand mitzunehmen. Wenn du einen mitnehmen würdest, welcher wäre es? Ja, das Traurige ist ja, dass in der heutigen Zeit, dass man ja fast sagen muss, mein Computer, weil da so wahnsinnig viel drauf ist. Aber sag mal, der würde sich jetzt gar nicht in dem Haus befinden. Mhm. Weil das wäre ja so eine pragmatische Antwort. Dann würde ich sagen, meine Gitarre. Die habe ich aus Australien auch mitgebracht. Irgendwie kompliziert, das durch den Zoll nochmal geschleust und nochmal bezahlen müssen, eigentlich auch. Und da steckt so viel Schweiß und Hornhaut und alles dran und drin und blutige Finger und ja, so viele meditative Stunden eigentlich auch, weil ich irgendwie, also ich spiele gar nicht so sehr Musik, sondern ich übe eigentlich so vor mich hin. Und deswegen habe ich eine sehr innige Beziehung zu diesem Instrument. Was würdest du spielen als allererstes, wenn du dann so ein Erlebnis hast? Hast deine Gitarre gerettet? Welches Lied würdest du als erstes spielen? Ach, keine Ahnung, das ist eine schwierige Frage. Die kann man eigentlich auch nur kitschig beantworten. Ich würde wahrscheinlich spielen, was ich immer spiele. Also einfach nur, um dann wahrscheinlich auch runterzukommen von diesem traumatischen Erlebnis.
Und das wäre irgendwas Gepicktes. Also ich stehe total auf Fingerpicking-Style und Folk-Singer, Songwriter. Irgendwas von Bob Dylan. Und das, glaube ich, wird dann auch passen, so stimmungsmäßig. Wow. Don't think twice, it's alright oder sowas. Kommen wir zur letzten Frage. Noch ein Jahr. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, würdest du irgendwas an deiner Lebensweise ändern? Wenn ja, was? Die Frage war erstaunlich einfach. Also ich habe die erstmal gelesen und dachte so, oh, also was soll man da schon drauf sagen? Aber ich habe in der letzten Zeit festgestellt, dass ich, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, so viele englische Bücher gelesen. Hau Englisch raus. Gratification Delay. Mhm. Also so dieses Ding, dass man ja im Grunde lebt, nicht nur, um irgendwie den Moment zu genießen, sondern vor allem auch irgendwas vorzubereiten, abzusichern. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich das in der letzten Zeit zu viel mache. Also ich belohne mich gerade für relativ wenig und habe irgendwie so zu sehr die Zukunft im Blick. Und das würde ja dann quasi in so einem Szenario total wegfallen. Dieser Belohnungsaufschub nicht lohnen, ne? Ja, genau, das ist das Wort, Belohnungsaufschub. Und ja, ich würde einfach komplett abgehen. Also tatsächlich diese Sachen machen, wo du sagst, komm, jetzt aber ab, die Weltreise. Ich werde schon noch mal ein paar Dinge regeln, das soll jetzt auch nicht total verantwortungslos sein, aber im Grunde geht es dann darum, also für was soll man sich denn noch kasteien? Direkt hier den Podcast abbrechen oder? Und los. Ne? Ja, sorry, Sean, aber jetzt, ich hau ab. Ja, aber weißt du, die ganzen Schichten im Fitnessstudio oder irgendwie die Finanzpläne, die man so hat oder irgendwie Sachen, die man sich drauf schafft, studiert oder beibringt, so damit irgendwann irgendwas passiert oder eben nicht passiert oder so. Diese ganzen Gedankengänge, die sind manchmal einfach viel, viel zu präsent und sind so ein bisschen so Blutsauger. Also wenn es darum geht, irgendwie das Leben jetzt auch im Hier und Jetzt zu genießen, gerade wenn viel um die Ohren ist und also beruflich ist gerade eben so eine Umbruchphase und dann geht es viel darum, Dinge eben so zu strukturieren, dass es über Jahre hinaus auch eben stabil ist und eine Perspektive hat. Aber im Grunde muss man ja genauso sehr irgendwie hinterher sein, auch das Leben in jedem Moment auch zu genießen und sich immer wieder auch zu belohnen. Und nachdem ich das gerade im Moment ein bisschen zu wenig mache, wäre das Erste, was ich ändern würde. Also wenn du mir heute sagst, im Jahr ist alles vorbei, dann... Dann sofort jeden Tag belohnen. Dann würden die Schleusen aufgehen. Ja, du hast die 8 Fragen mit Bravour bestanden. Jetzt gibt es noch 2 Dinge. Du darfst jemanden nominieren. Also er hat natürlich freie Entscheidung, ob er dann mitmachen will oder nicht. Und das andere ist, du darfst mir eine Konterfrage stellen. Entweder eine der 8, mir wurden aber schon einige davon gestellt, oder vielleicht hast du eine ganz andere Frage, die du mir stellen würdest, wo du sagst, komm, jetzt so einem Sportmentor oder Mentaltrainer oder was auch immer die Leute in mir sehen, stelle ich jetzt mal so eine Frage. Womit magst du beginnen? Also erstmal nominiere ich jemanden, und zwar ist es mein Kumpel und Geschäftspartner Jerome Polenz, der sich auch viel im Ausland rumgetrieben hat, auch viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat. Wir sitzen jetzt gerade wieder in einem Boot, also der kann so viel von dem, was ich auch gerade erzählt habe, relaten. Und ich glaube, das wäre auch ein richtig spannender Gesprächspartner für dich. Vielen lieben Dank. Ja, Jerome, da freue ich mich schon. Wir sind ja auch gerade in seiner Wohnung bei 540 Grad. Ja. Aber wie wir ja von deinem Trainer annehmen dürfen, ne? Es gibt einfach akzeptieren. Ja, deine Frage an mich. Ich habe dir 8 persönliche Fragen gestellt, jetzt darfst du kontern. Und ich habe keine Ahnung, was du mich jetzt fragen wirst. Ne, die ist vielleicht auch ein bisschen vage, aber mich würde interessieren, was dein Leben am meisten verändert hat. Also das kann irgendwie eine Einsicht sein oder eine Phase, schwierig oder schön, oder vielleicht ein Umbruch in deinen Lebensumständen. Irgendwas, wo du sagst, dadurch bin ich irgendwie nicht mehr der Mensch, der ich früher irgendwann mal war. Ich habe... Ich muss einfach 2 Sachen nennen. 2 Sachen sind ganz entscheidend. Als ich jetzt 5-Jähriger am Flughafen angekommen bin, Baile Atakliat hieß der Flughafen. Ich kann auch die Schrift vor mir sehen, das ist Dublin Airport. Und meine Mutter hatte mir gesagt, wir fliegen in Urlaub. Es war aber nicht der Urlaub, es hieß, ab dann wohnen wir dort. Und alles haben wir hinter uns gelassen. Ich habe vorher in Düsseldorf gelebt und auf einmal war alles vorbei von einem Tag auf den anderen und alle haben anders gesprochen, ich habe keinen mehr verstanden. Und so habe ich meinen Fußball auf der Straße mal verloren, in einem anderen Garten.
und habe erstmal richtig Trouble gekriegt, weil ich nicht der englischen Sprache mächtig war, oder dem irischen Englisch. Das hat mir eine Sache vor allem gegeben. Später in der Bank, mir war immer egal, welche Nationalität Menschen haben, weil ich weiß, wie es ist, als Deutscher im Ausland zu leben. Und ich weiß, wie es ist, wieder zurückzukommen mit einem Vornamen wie Sharon und noch mit einem mega krassen irischen Akzent zurückzukommen und als irischer Jude zu gelten, obwohl ich gar nichts von beidem in mir habe, dass das ganz interessant war, das zu erleben. Also weiß ich, wie es sogar ist, Ausländer zu sein in meinem eigenen Land, ja, während meine Eltern Petra und Jürgen heißen, ja, und also man sagen würde, komplett deutsch. Und das hat mich sehr geprägt, weil ich einfach der englischen Sprache sehr mächtig bin und sehr gut verstehe, leider nicht mehr so gut reden kann wie früher. Und das Zweite war, und das war relativ zeitnah, das war die Geburt meines Sohnes. Da war kurze Zeit sehr fraglich, ob beide überleben, also meine Frau und mein Sohn. Und die halbe Stunde, in der ich nicht wusste, was passiert, hat mich so geerdet, dass ich ab dem Zeitpunkt sowieso sensationell dankbar bin für alles, was in meinem Leben ist. Und es hat mich in dem Punkt, deswegen hatte ich dich vorhin ja gefragt, ob schlimme Erlebnisse aus deiner Sicht auch immer etwas sehr, sehr Positives haben. Ich habe für mich auch in meiner Berufung ein Coaching-Tool gelernt, weil ich dann zu einem Coaching gegangen bin, nach der ganzen Phase, um das zu verarbeiten, wo ich vorher gedacht hätte, das wäre nicht so wirkungsvoll, aber es ist sensationell wirkungsvoll. Und seitdem ist meine Erfolgsquote mega in die Höhe gegangen. Das heißt, dieses krasse Erlebnis in meiner Familie hat mir so viele andere Sachen gezeigt. Also wer zum anderen auch wirklich da ist aus der Familie für einen oder welche Leute im Umfeld. Zum anderen, was das mit mir menschlich auch gemacht hat und welche Bedeutung dann tatsächlich die wichtigsten Menschen für einen haben, wenn man merkt, es kann sein, dass sie jetzt gar nicht mehr da sind. Und wie unwichtig so viele andere Dinge sind, um die wir uns gedanklich kreisen. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Sehr, sehr. Ja, gibt es auch noch andere Erlebnisse, aber die beiden waren ausschlaggebend für mich als Mensch in meiner Entwicklung. Auch vor allem scheinbar in Kontakt mit anderen Menschen. Ja, ich hoffe, ich konnte die Frage hinreichend beantworten. Ja, mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Sehr geil. Ja, vielleicht nicht ohne Grund, dass unser gemeinsamer Kumpel Marcel gesagt hat, dass wir uns zusammengebracht hat. Uns mal kennenlernen sollten. Ja, also ich danke dir vielmals für diesen Dialog ohne Masken und die Beantwortung der Fragen, die sicherlich sehr, sehr persönlich sind und wir immer die Wahl haben, wie persönlich wir sie beantworten. Also vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Gerne, es hat wirklich Spaß gemacht. Und Dankeschön. Ich war auch echt geflasht von deiner Antwort. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank, dass du diesem Dialog ohne Masken zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn positiv bewertest und natürlich auch abonnierst, damit du immer die aktuellste Folge zeitnah hören kannst. Falls du bestimmte Themen gerne hören würdest oder dir eine geniale Frage einfällt, die wir unseren Gästen stellen könnten, dann schreib uns gerne an frage@dialogeohnemasken.de oder schreibe und abonniere uns gerne über Facebook und Instagram. Die Links findest du bei uns auf der Homepage oder unten in den Shownotes. Wir wünschen dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Lebe mit Herz, Leidenschaft und Verstand. Dein Sharon.